Du bist auch nicht Ton. Was? Das wäre noch lieb, gell, für uns zwei. Moin, du mit Ton. Eins gibt es eine Long Version mit Ton. Für alle, die es nachher machen wollen. Alle Hausfrauen, alle Hobbyfloristinnen und alle Migo-Club-Schüler. Du magst mit Franzis sein. Sag es nicht zurück. Ich tue es mit Ton. Eine Long Version. Ein Lachen für Sie. Merci. Scheiss, ist das das ab, oder kommst du? Aha. Wenn du etwas hättest, dann ich habe ein Messer. Gut holend. Letztes Mal war es eben nicht so gut zur Geltung, da hatte ich das Gefühl, die Leute haben es gar nicht so realisiert. Nicht so realisiert, die Arme blüht. Wir sind duschen. Nein, aber... Was hast du denn zu weit oben gekommen? Nein, ich hatte dort gehabt, im Roten und dazu noch die Zäpfe da. Und ich habe das Gefühl, dass... Ah, nicht dazu. Ja. Vielleicht habe ich dann etwas gespart. Da gibt es Läden. Was hast du noch kürzer, länger? Etwa so ist gut. Vielleicht noch eins für kürzer. Dafür habe ich zu lange Arme. Sag mal, hat sie auch da so mit Wasser gefüllt? Nein, du dem. Was ist also jetzt geht. Ist nicht? Vielleicht bevor du sie wieder schenken willst. Ich dachte, du hast gegen die Dusche mit. Also. Das tun wir doch immer noch, weil Frauen ja so clever sind. Mit dem Spritzkännchen von Madeleine. Wir sind Madeleine. Frauen sind immer gescheiter als Männer. Das tun wir. Du kannst mir das geben. Das tun wir. Das spricht Mutti. Mutti! Im Emmental sagt man Mutti. Mutti ist die beste. Nicht ganz viele. Das ist es so. Jetzt weißt du nicht, was du gefüllt hast und welche nicht. Moment, jetzt sehe ich noch keine Fahrung. Oh, ein bisschen hinterher. Hast du gleich mal weggehört, Frau? Du sparen. Ja, ja. Frauen sind manchmal auch sparsam. Ich sage jetzt den Namen vom Mann, Frau. Nicht? Der ist sicher dankbar, oder? Der ist gern dankbar, wenn ich sparsam bin. Wir können ja gerade sparsam sein. Ja, ja, ja. Soll ich die Hand aufhaben? Nein, aber ich sage noch, auch wenn ich mit der Nähmaschine nähe, also ich bin auch gar nicht sparsam mit dem Vater. Karin, wissen wir gar nicht, dass ich kann nähen. Ich grenze jetzt noch, man hat die Handbetslehrer immer gesehen. Jetzt sind einfach langes Fädchen, faules Mädchen. Ah ja, ja, das hat uns ja aber auch schon gesehen. Das hat uns ja auch schon immer gesehen. Das, oh, manche Lehrerin. Ich habe einfach gefunden, wir machen doch nicht ewig das Knöpfchen. Zeit ist Geld. Genau.
Ahnung gehabt. Und nicht zugelassen. Aber wir wissen ja, der ist uns nicht zu. So eine Sprengherzig gewesen. Früher. Du dich ein bisschen kurz. Es braucht sonst einen halben Liter Wasser. So ein Stil. Wir sagen jetzt, wegen einem Ergänzgläschen von Grösse. Das ist nochmal für die Schweizer Floristen Insider. Und Wasser? Ja, ich wollte gerade sagen, hätte ich schon Wasser. Du weißt gar nicht, wer das alles schaut. Ja, das macht der extra, das soll der Renner sein. Warum? Musst du dich schon jetzt schämen? Oder dein Mann? Nein. Wer hat deinen Nachnamen noch nicht genannt? Man kennt ja niemanden, man sieht ja niemanden, wie jemand ist. Das bin ich dann noch namentlich am Schluss. Danke an Anke. Sponsor. Hast du gerade einen Chef? Nein, aber nicht. Mach nichts. Ich habe nicht kaputt gemacht. Hast du? Jetzt ziehen wir auch noch vom Lohn. Da wir nicht so viel verdienen, haben wir das gedacht, dass sie immer vom Lohn. Das ist doch eine gute Idee. Ich hoffe, Gewerkschaften kommen dann nicht. Schon fertig davon. Karin. Nein, noch kein Wasser drin. Jetzt ist mein Name gefallen. Karin ist schon lange gefallen. Im Fall. Und du hast ja schon gesagt, wie du Ledig hast geheißen. Ja. Aber die Kurate haben wir noch nicht gesehen. Oh, man droppt jetzt die raus. Aber die auch beim Schlitz. Ja, die hat. Die darf man nicht so hart füllen. Die hat ja, die muss. Zeig, wo ist der Schlitz? Schau. Bis wo? Bis da. Da muss man so weit kürzen. Also, kannst du mir so mal Wasser raus und... Oh, so strenge Chef.